Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop-Karriere bei Dortmund zusammen mit dem Jan. Ich bin's, hallo Leute, Alter, ich hab richtig Bock. Yes, richtig geil, Koop-Karriere, die ersten Videos sind schon draußen. Wir nehmen weiter für euch auf und ich weiß jetzt sogar, dass Jan auf dieser Seite sitzt und nicht immer in die andere Richtung geguckt hat. Ich hab auch hier, Alter, kann ich dich boxen oder so? Boah. Ja, ja, genau. Oder hau mich einfach High Five. Blut überall. Wahrscheinlich habe ich jetzt genau in die falsche Richtung geguckt. Egal. Wir haben heute coole Spiele. Wir spielen gegen Leverkusen. Die sind ja über uns. Also in der Bundesliga läuft es unglaublich schlecht. Deswegen werden wir heute Bundesliga durchböllern. DFB-Pokal haben wir heute auch gegen Hoffenheim. Und ich habe schon die Auslosung der Champions League gesehen. Das gibt es dann in der nächsten Folge auf Jans Kanal, also rechts oben beim i da vorbeischauen und abonnieren. Ja. Genauso natürlich auch wie diesen Kanal. Am besten einfach beide und die Playlist und alles. Und dann ist einfach geil. Und wir spielen gegen Atalanta Bergamo in der Champions League. Also ein cooler Verein. Macht bestimmt auch sehr, sehr viel Spaß. Was sind das denn für Trikots, Alter? PTF sind wir jetzt plötzlich bei Barcelona, oder was? Leverkusen mit Liga-Heimspiel. Suarez, Messi, Piqué, unten steht Guerrero, Sancho, Hummels und das sind aber Barcelona-Trikots. What the fuck? Also, das ist richtig gut gelungen. Naja, egal, wir spielen auf jeden Fall jetzt gegen Leverkusen. Hartes Duell. Wie gesagt, Platz 5 gegen Platz 8. Wir müssen endlich mal Punkte holen. Hatten jetzt ja ein bisschen längere Winterpause. Und du hast dich wirklich im Training verbessert. Genau, ich habe mich im Training verbessert auf eine 78. Ich habe zwar plus 3, Jan plus 7. Der ist ja richtig Formstark. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Bock nach diesen 4-5 Wochen Winterpause und wollen jetzt wieder angreifen. Rückrunde, Leute. Wir brauchen Punkte. Ich pack mein Handy jetzt zum Laden. Auf meine geile Induktions-Herdplatte. Dann mache ich jetzt ein Tor gegen dich, weil du einfach wegrennst. Ich dachte, ich wäre der Blaue. Ich dachte, Alter, als ob. Das war ja so frech. Ach, Mann. Ja, also wir brauchen die Punkte auch gegen Leverkusen, ne, Mike? Also wir sind ja in der Liga. Hab ich gerade schon mal gesagt? Ja, ich möchte es nochmal verdeutlichen. Also nicht nur das, sondern wir sind... Stopp! Cool. Mike baut den Trainer. Ich spiele im Pixelbrei und wir sind cool, genau. Wir hatten in den letzten Spielen nicht so viele Scorerpunkte wir selber. Also wir waren nicht in so der Bundesliga nicht. Ja, in der Bundesliga genau. Waren wir nicht erfolgreich. Naja, die pinken Schuhe und diese Sondertrikots, die werden uns jetzt hoffentlich mal helfen. Ja, jetzt. Guck mal, das kann schon direkt eine gute Chance sein. Oh, er legt, er geht zu. Oh, was? Das ich hab's zurückgelegt, aber du warst noch nicht da. Nee, aber das auch für den Schuss selber war es schon gut, aber leider halt nicht im Tor. Rückraum. Oh Gott. Oh, was? Über das Tor. Oh, wir sind wirklich gut bis jetzt. Ja, aber dass ich da überhaupt noch dran gekommen bin, das war relativ knapp. Sonst wäre es natürlich besser gewesen, wenn er da nicht so weit wäre. Ma. Hättest du auch theoretisch vielleicht passen können. Ja, nee, ja, passen nicht, wenn dann zurückziehen und passen. Das habe ich tatsächlich sogar überlegt. Aber. Alter, was ist denn jetzt mit dem Torwart hier los? Ja, der eine, dieser Typ von Leverkusen ist so krank einfach. Das macht sonst gefühlt keinen Torhüter. Mann, ich kann selber nicht treffen einfach. Also fast nie. Manchmal, das war trainiert. Und so die perfekte Anspielstation warst du leider noch nicht. Also ja, ich hätte es probieren müssen und können, aber oh mein Gott. Mann, so einen Freistoß will ich auch mal kriegen. Und Akanji holt sich gelb ab, Alter. Und Frankfurt führt, das ist alles schlecht gerade. Also den Freistoß würde ich auch gerne haben, ey. Oder du einen Elfmeter. Alter. Ja, jetzt nach dem Elfmeterschießen im DFB-Pokal würde ich sogar sagen, also das jetzt. Dadurch bin ich sicherer geworden, dadurch, dass ich jetzt immerhin schon zweimal einen Elfmeter schießen konnte und jetzt ungefähr weiß, wie das abläuft, mal wieder. Ja, 50-50-Quote bisher, ne? Ja, richtig gut. Dann schicke ich dich auf die Reise, jetzt sind wir wieder zu zweit unterwegs. Ja, komm, mach ihn. Oh, Mike! Komm! Ach, Mann. Also jetzt so langsam musst du ihn aber auch mal reinschießen. Also das ich war weiß eigentlich nicht, was mit mir los ist. Also ich dachte, schießen einfach. Du bist echt lang gerannt. Also ich bin echt lang nicht mehr erfolgreich.
Ja, das auch. Ah, ich hätte doch flanken können. Oh, oh Mann! Oh. Der war jetzt endlich mal gut, der Schuss! Und dann. Das gibt es doch Scheiß Latte, ey, ich hab so ein Pech, das ist echt schlimm bei mir. Dreck Shareplay. Diese gewisse Einfachheit, einfach vorm Tor quasi ins Tor auch zu schießen. Komm, irgendwer! Oh, oh mein Gott, ja! Ich habe ihn gefordert und ich war auch, also yes. Ich wollte schon kurz sagen, bitte geh weg einfach. Ja, ich wusste nicht, ob ich Fokus habe oder du, ich wusste es echt nicht. Ja, ich wusste einfach nicht, wer da nur Fokus das hat. Tor. Deswegen sind wir da einfach auf Safe da hast du noch drüber. Ich hatte so Angst, dass ich dich anschließe. Oh Gott. Aber oh, der Ball ist sowas von verdient und wichtig. Nice. Hacknack. Ah, nice. Das waren, glaube ich, die wichtigsten drei Punkte, die wir letzten zwei Folgen eingefahren haben. Also ja. Richtig, richtig stark. Ich glaube, wir sind jetzt sogar punktgleich oder so mit Leverkusen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ah, und jetzt haben wir eine Woche Pause und dann spielen wir gegen Platz 1, gegen Gladbach. Gegen die haben wir ja schon mal spielen dürfen. Ist sehr interessant, aber wir sehen es hier. Hochverdienter Sieg. Frankfurt gewinnt aber auch 4:2. Gladbach verliert. Oh. Jo, wir sind immer noch Platz 8 geblieben quasi, aber wir haben auf jeden Fall den Anschluss wieder hergestellt und ja, Wolfsburg ist eben auch schon einen Spieltag weiter wie wir, also die können wir auf jeden Fall jetzt überholen. Haben aber natürlich auch ein schweres Spiel vor uns, ja. Gegen Gladbach, die jetzt eben von Platz 1 runtergerutscht sind die letzten ein, zwei Spieltage, habe ich jetzt gar nicht mehr so am Schirm gehabt, aber scheinbar jetzt nur noch Platz 4. Naja, und da oben, da sehen wir schon, also wir spielen gegen Hoffenheim im DFB-Pokal, die sind auf Platz 2, das kommt danach, also das wird auch richtig krank und naja, also wir haben noch Arbeit vor uns, sagen wir es mal so. Definitiv. Aber du hast uns schon mal einen richtigen Shit gegeben, das sehen wir auch an diesem schönen Bild. Ja. So, nach diesem Spieltag schließt dann auch das Transferfenster. Da bin ich ja auch sehr gespannt, was da noch passiert und passiert ist. Ein paar Vereine haben natürlich schon eingekauft. Ja, Dortmund hat sich im Winter relativ zurückgehalten und auch wir sind noch bei Dortmund. Auch wenn es so ein bisschen lala läuft. Also letztes Spiel waren wir sehr, sehr gut gegen Leverkusen. Ja. Haben dann Gott sei Dank auch das eine Tor gemacht, was echt Pflicht war. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir gegen Gladbach genau die gleiche Leistung abrufen. Dann können wir endlich mal wieder ein bisschen in der Tabelle klettern. Ja, ja, ein bisschen. Also es wäre echt sehr wichtig, weil sonst in der Rückrunde jetzt weiter so zu machen, da würden wir ja echt richtig krass abrutschen einfach. Ja, vor allem, weil Leipzig hat einfach mal 12 Punkte Abstand zu uns und die sind auf Platz 1. Also normalerweise ist ja auch der Anspruch von Dortmund mit da oben um die Meisterschaft teilweise zu kämpfen, kann man schon so sagen. Das sieht bis jetzt gar nicht danach aus. Ja, also das Rückspiel, das Hinspiel waren wir auch gegen Gladbach besser, haben nur die Dinger nicht reingemacht. Oh, den kannst du auch nochmal querlegen. Mit links? Ja. Oh Gott. Den kannst du zwar auch nochmal rüberlegen, aber ich nehme es dir nicht übel. Ich habe es echt spät gesehen, aber ich habe es dann noch. Aber oh mein Gott, es hat mich noch mehr schockiert, dass ich mit links geschossen habe. Ja. Wir haben die Dinge halt nicht reingemacht im Hinspiel. Alter. Das ist so dumm. Das soll im Rückspiel jetzt nicht passieren. Wir haben da 1-0 verloren, soweit ich das weiß. Bist du da? Ja, geht. Oh yes! Yes! Ja, yes, Jan! Yes, 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 du weißt yes. Zwar nicht, warum du gelacht hast, aber es ist das 1:0 in der 21. Spielminute. Hey, ich kann dir gleich erklären, warum ich gelacht habe. Ah, sehr, sehr schön. Weil mein Spieler, ganz ich wichtig. Weiß nicht warum. Ich habe halt den Stick einfach nach vorne gedrückt. Und da sieht man es einfach, der hat so einen komischen Lenker gemacht und ich hab das aber gar nicht gedrückt. Ich weiß und dachte so, hä, was auf meiner denn jetzt? So komisch. Also gelaufen. Ich konnte natürlich aus dem Spitzenwinkel nicht viel machen. Auch da durch deinen Schlenker warst du trotzdem irgendwie halbwegs da. Ja. Die einzige Hilfe und das hat sehr gut funktioniert und damit ist es wieder ein Assist für mich und wieder ein Tor für dich. 7. Tor in der Bundesliga. 7. und Tor, ganz, ja. Ganz wichtig. In der 21. Minute relativ früh sogar. Ja, die frühen Tore haben wir auch tatsächlich am Anfang der Saison häufiger mal gemacht. Die sind jetzt ja, in letzter auch Zeit noch viel früher, aber. Und vielleicht eröffnet das so ein echt gutes Spiel.
wenn wir jetzt mehrere solche Treffer. Du bist doch treffsicher. Sogar machen, schade. Komm. Oh! Jawohl! So geht's natürlich auch. Jaden Sancho. So, wenn ich das aus dem Pixelbrei erkannt habe. Spitzer Winkel, aber das Tor natürlich leer. 2:0. Leute. So will ich das sehen, so muss das sein. Wir wollen, wir müssen angreifen. Mach ihn. Oh, oh Mann, ich treffe. Ich komme nicht am Torwart vorbei. Und also, oder ins Tor. Also allgemein komme ich nicht ins Tor. Und dann noch so viele Tore. Boah. Keine schlechte Variante. Halbzeit. So, Halbzeit, Leute. 2:0, Jan hat schon gesagt, frühes Tor immer gut und das sieht aktuell echt nicht schlecht aus. Komm schon, oh, ey, das schon gibt's doch nicht. Oh, das ist doch so lächerlich, oder? Ey, ist das frech? Hat so viele Chancen. Die sind ja auch nicht schlecht oder so. Das ist ja auch gut, eben. Ich freue mich auch über meine Chancen. Das ist einfach... dass wir einfach Gas geben und ich finde es jetzt auch nicht schlimm oder so. Einfach weiter Druck machen, das ist die Hauptsache. Aber, dass ich halt alles verballer, ist halt einfach... Ja, du hebst es hier für den DFB-Pokal auf, damit wir nicht nochmal in die Verlängerung müssen. Hoffentlich, ey. Oh Mann, ey, nichts gelingt mir, nichts. Der war drüben einfach freigestanden und... Alter, das ist, gibt's doch nicht. Nicht zu weit, ey. Scheiße. Das ist so ein Dreck. Ich weine gleich einfach. Wie du mir jetzt gönnen willst, aber ich einfach so es war abseits. Es ist so ein scheiß Prank, Alter. Es ist so ein Mann. Abseits. Das war doch eigentlich richtig gut. Weißt du, ich erober den Ball, spiel dir direkt, du lupfst rüber, geiles Tor. Leute, es ist egal. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Der hat nochmal Bock. Ja. Leute, 2:0. Das ist, also die heutige Folge ist ja richtig gut. Außer, dass ich alles verballer, was es nur zu verballern gibt. Und Pech auch noch hab. Latte, abseits, Alter. Das ist einmal... richtig geil, aber das ansonsten stimmt. Ist es auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Folge bisher. Also wir haben so wichtige und viele Punkte selten geholt in der Bundesliga und dann trifft auch noch Jan die ganze Zeit, ey, krasser Scheiß. Ja, die ganze Zeit. Ja, jedes Spiel hast du getroffen. 1-0, dieses Mal auch 1-0. Sancho mit 2-0, ja. Ah, nice. So, Leute, wir sind im letzten Spiel und das ist DFB-Pokal gegen TSG Hoffenheim. Die sind auf Platz 2, also noch besser als Leverkusen und Gladbach, zumindest tabellarisch gesehen. Jan hat es gerade schon gesagt, Fünferkette. Aber wir sehen, fitnesstechnisch sind wir besser aufgestellt. Also unser Trainer da deutlich cleverer, hat das richtig, richtig gut gemacht. Und ja, dementsprechend haben wir vielleicht da einen kleinen Vorteil. Auch wenn natürlich Hoffenheim gut ist. Ich sag Verlängerung. Nee, ich sag 2-1 für uns. Für uns. Ja. Das wäre krass. Nee, also wir hatten ja einmal Verlängerung, dann einmal Elfmeterschießen und jetzt einmal normal. Du schießt dann ein Tor, ich schieß ein Tor. Nee. Doch. Wir schießen beide gar keinen. Doch, so. Ich habe ja gar Spiel gesagt. Machst du eins. Ich habe gar gesagt, wir hatten einen Elfmeter, einen Verlängerung und jetzt ein normales Spiel. Und dann ist vorbei. Ja, nur beim Normalen. Ich meine, du hast sowieso schon im Pokal so viel getroffen. Nee, das war es einfach dann. Dann ist vorbei. Also da gibt's da nichts mehr. Ach so. Wir sind dann raus. Nee, das wäre ja doof. Einmal muss man auch normal weiterkommen. Nicht ja, normal raus. Wir jetzt normal. Einmal spielen wir jetzt normal. Ohne Verlängerung, Elfmeterschießen. Aber dann sind wir raus. Oh. Alter, ja, wieso schlagen wir damit links, ey? Ja, nice. Bin wieder gut durchgestartet. Fitness schon auf jeden Fall. Hast du eigentlich Bock? Oh, zurückziehen. Oh.
Jetzt! Oh! Oh! Oh. Dafür, dass wir es 10-mal probiert haben. Also ich habe mich schön in den Freiraum mit meiner guten Sprungkraft, aber den muss man dann halt eigentlich auch ins Eck platzieren, ne? Ja. Ah. Egoist, Alter. Ja. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich war auch einfach nur froh, dass ich überhaupt noch am Ball war. Weil ich echt dachte, dass ich ihn schon verloren hatte. Hau ihn doch um! Auf jeden Fall. Es ist halt die ganze Zeit so. Alter. Halbzeit. 0-0 im DFB-Pokal sind wir schon gewohnt. Hätte aber auch zumindest der Kopfball reingehen können. Der andere Schuss, das nehme ich mir jetzt nicht mehr. 29% Ballbesitz. Ja, es ist halt einfach. Also, ganz ehrlich. Hey, mein Typ ist so irre. Die Flanke war gar nicht schlecht, ey. Mein Typ ist so bekloppt, Alter, ganz ehrlich, das ist doch, ich drück nichts, nur Kreis, Alter. Das kann doch nicht sein. Hat der irgendwie so Werte, wie treffe ich den Ball am besten? Also, es ist irgendwie so. Spiel. Oh, flach, Alter! Digga, ich war so frei! Ich wollte nicht auf dich, deswegen. Ich hab dich nicht gesehen. Oh Gott! Sorry, das ich hab dich nicht gewesen. Naja, Verlängerung, oh. Man kennt's auf jeden Fall. Dortmund und Pokal. Was ist da los? Oh, die haben sogar mehr Schüsse und viel mehr Ballbesitz, also der Wahnsinn. Ah, ich habe leider keinen. Das wird ein Ball. Oh, komm. Jetzt flach. Nein. Hey, Mann. Du entscheidest dich immer fürs Falsche. Ja, ich sehe ja nichts. Und du denkst immer so kompliziert. Nein, ich mach's ja richtig. Du denkst immer, dass ich flanken soll und passen soll und so. Gib dich doch mal mit dem zufrieden, was ich mach. Ja, das passiert ja nicht. Hast halt nicht so einen guten Sturmpartner, was kann ich denn dafür? Bin nicht so gut gelernt. Nein. Als ob er dafür Geld gibt. Das wäre schon lost. Komm, Jan. Oh, Jan, da musst du zurückziehen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Scheiße. Und ich kein Shareplay-Ball. Naja, nichtsdestotrotz. 0-0, ja, Elfmeterschießen riecht, beziehungsweise ein Lucky Punch, der riecht auch sehr gewaltig gerade. Oh, oh Gott. Hacke. Das erzeugt davon, dass es jetzt ein Tor wird. Flanke hoch. Oh mein Gott. Ich glaube, er hat ihn gehalten, ansonsten wäre er, glaube ich, drin gewesen. Nee, der war daneben. Aber es war schon verdammt knapp. Nee, der war dran. Nee, der war nicht dran. Lol, ich dachte, der war dran. Hab ich doch gedacht. Ey, jetzt hatten wir zwei Chancen, wo wir den Ball gut abgefangen haben. Jetzt dritte vielleicht. Oh nein, du Bombo-Spast, Alter. Ich krieg so das Kotzen, Alter. Ich hab doch da keine Lust drauf jetzt. Das ist doch dreckig. Und meine Kamera geht gleich aus. Ich muss jetzt schon beenden, Leute. Ciao, macht's gut. Hier, Leute. In der nächsten Folge ist. Oh nein, das ist erster Scheiß. Alter. Also, Leute, in der nächsten Folge seht ihr, ob wir weitergekommen sind oder nicht. Ach, Mann, Alter, ich hätte doch da jetzt keinen als erster Schütze. Das Ding ist, ich schieße die gar nicht so scheiße immer, aber der Torwart hat halt immer die Ecke bei mir. Das ist halt so das Problem. Deswegen probiere ich jetzt in den Winkel. Weil wenn er reingeht, sieht's cool aus. Ah, guck, Alter. Er hat immer die Ecke. Er hat immer die Ecke. Wieso schießt er denn auch immer links oben hin? Oh, fuck. Ich versteh's nicht. Ich hab's in FIFA 21... 5 Elfmeter schon geschossen und ich glaube einen davon reingemacht.
Scheiße. Ja, vielleicht muss dann wirklich die Ecke nochmal ändern oder so. Ich habe ja, aber das kannst Ahnung. Du nicht. Das kannst du nicht, kurz vor knapp. Dann wie, ist alles verloren. Ja, wenn du kurz vor knapp noch änderst, dann erhöht sich der Radius und dann ist irgendwie alles im Arsch. Ja, okay, dann sind wir jetzt raus. Das wir haben beide verballert und Hoffenheim ist sicher. Ja. Na, diesmal boah, nicht, aber trotzdem. Wir haben halt zwei verballert, das ist halt schon krass eigentlich. Komm schon, bitte, ich bete einfach. Bürki, los! Oh! Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht sogar in die Mitte schieße. Das war mir auch ein bisschen riskant, weil normal riecht er das auch und dann sieht's halt scheiße aus. Ah, oh, okay. Ja, das war's. Gegen Platz 2 in der Liga, gegen Hoffenheim sind wir raus. Ja, wir hätten es in der Verlängerung nochmal machen können. Wir hatten noch 2-3 Möglichkeiten. Beziehungsweise 2-3 Balleroberungen, aus denen wir mehr hätten machen können. Das ist halt am Ende dann immer noch total dumm, weil wir halt wirklich selber den Elfmeter auch nicht reingeschossen haben, aber... Ja, aber das nehme ich mir echt nicht übel, weil ganz ehrlich, also ich finde es auch komisch, dass der in FIFA 21 fast immer die Ecke richtig hat. Und naja, dementsprechend... Ich weiß nicht, was man da besser machen soll. Also ich kann es einfach nicht. Naja, wie gesagt, ich nehme das nicht übel. Leider sind wir raus. Leider, weil wir es hätten eigentlich besser machen können oder müssen. 9. Minute der Kopfball, 21. Minute der Ball so rüber. Ja, ich bin schon ein bisschen traurig. Aber gut, wir müssen uns um die Liga kümmern. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen besser. Und Champions League lief ja auch nicht schlecht. Scheiße, machst du nichts. Ansonsten würde ich mich jetzt trotzdem bedanken fürs Zuschauen. Die Folge war ansonsten echt richtig erfolgreich. Schaut auf jeden Fall bei Jans Kanal vorbei. Lasst auf diesem Kanal und auf Jans Kanal ein Abo da. Und checkt die Playlist ab. Ist jetzt hier irgendwo gleich eingeblendet im Abspann. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.